Da Bilder vom Strand haben wir leider nicht zu bieten, wird trotzdem spannend. Schönen guten Abend, sagt er. Nee, viel mehr vom Schnee. Und vielleicht sind Sie den ja auch schon leid. Nervt Sie ja vielleicht vor der Haustür, wo es keine Parkplätze mehr gibt. Dann zeigen wir Ihnen jetzt mal, wie schön dieser Winter auch sein kann. In Winterberg, da genossen heute mehr als 25.000 Wintersportler eine sagenhafte 1,40 Meter Schneedecke. Schneekanonen braucht in diesem Winter natürlich kein Mensch. Die Sauerländer Gastronomen, die reiben sich die Hände. Für die ist der kalte Schnee ein warmer Regen. Und heute riss dort gelegentlich sogar der Himmel auf. So, damit hat sich Ihre Schneelaune hoffentlich verbessert. Zu den Winternervereien kommen wir gleich auch noch, versprochen. Hier sind aber erstmal unsere Top-Themen. Strom wird teurer, mal wieder. Ab 1. Januar erhöhen 500 Stromversorger in Deutschland die Preise. Ist das gerechtfertigt oder nicht? Die Stromkonzerne sagen, wir geben ja nur die Erhöhung der Ökostromumlage weiter. Also Beschwerden bitte an die Bundesregierung. Das allerdings ist nicht mal die halbe Wahrheit. In einer heute bekannt gewordenen Studie im Auftrag der Grünen steht, die Einkaufspreise für Strom sind massiv gesunken. Die Konzerne aber behalten dieses Geld für sich. So oder so, die Verbraucher, sie werden wieder mal zur Kasse gebeten. Der Schnee, der bleibt, der Frost auch. Der Winter hat sich richtig festgebissen. Und jetzt zeigt sich, was wirklich winterfest ist und was nicht. Diese Möbelausstellungshalle in Gütersloh gehört jedenfalls nicht in die Kategorie winterfest, auch wenn sie da noch ganz ordentlich aussieht. Ja, das 350 Quadratmeter Flachdach hat in der Nacht den Schneemassen nicht mehr standgehalten. Die Feuerwehr hat das Gelände abgesperrt. Menschen sind beim Einsturz zum Glück nicht verletzt worden. Dazu passt eine Meldung, die wir vor einer guten Stunde bekommen haben. Ein Mitglied der CDU-Landtagsfraktion fordert jetzt eine Flachdachräumpflicht, insbesondere für all die Gebäude, die in öffentlicher Hand sind. Also in meiner Stadt wäre ich froh, wenn die öffentliche Hand das mit den Straßen schon richtig hinkriegen würde. Also Dächer brechen ein, Straßenbahnen bleiben in den Depots, der Zugverkehr läuft immer noch alles andere als normal. Und die Deutsche Post hat immer noch nicht alle Weihnachtspost ausgeliefert. In manche Wohngebiete, da ist aber auch derzeit wirklich nur eingeschränkt ein Durchkommen. Ja, und auf den Autobahnen läuft zwar mittlerweile etwas besser, gefährlich bleibt es aber auch dort. Die A1 musste heute in Richtung Köln komplett gesperrt werden. Ein Unfall der etwas größeren Sorte. Aber wenn ich da so Knöllchen am Auto hätte, ich kann mich doch nicht in die Luft auflösen. Das wäre ein bisschen eigenartig. Aber es ist nicht alles hässlich an diesem Winter. Also für mich ist das zum Beispiel morgens jetzt immer der erste Gang, noch im Halbschlaf zum Balkon schlurfen und dann gucken und genießen. Da sind wunderschöne Schneekugeln. Auf den Blumentöpfen sieht ein bisschen aus wie Sahnehäubchen. Wunderbar. Jetzt stell dir vor, du guckst und dein Balkon ist nicht mehr da. Also in Euskirchen ist das passiert. Gestern, mitten in der Nacht, ein schwerer Betonbalkon. Einfach komplett abgefallen, abgesackt, runtergefallen. Zum Glück ist niemandem was passiert. Hätte ich auch gemacht. Und wir wollen an dieser Stelle mal sagen, so eine Winterlandschaft hat doch irgendwie so ihre eigene Ästhetik. Also ich finde es auch in der Stadt eigentlich ganz schön, auch wenn ich jetzt nicht wie hier auf dem Bild Fahrrad fahren würde. Das wäre jetzt nicht meins. Allerdings, also wunderschön ist der Winter, ist mal klar, bitterkalt, aber auch, da gibt es eigentlich kein Vertun. Und richtig teuer, das wird der wohl noch werden, der Winter in diesem Jahr. Und das für Privatleute genauso wie für Unternehmen. Ja, die typische Handbewegung zurzeit in vielen Haushalten, so Heizung hochdrehen und das viel länger als sonst, das geht natürlich richtig ins Geld. Wie macht deine Heizung? Ja, ein bisschen schon manchmal. Also teuer wird der Winter, aber sicher auch für Versicherungen. Da dürften bald die Briefkästen überquellen, so mit Schadensanzeigen wegen der vielen Schneeschäden. Ja, und beim Gedanken an die Winterrechnung dürfte sogar unserer Kommune ja schlecht werden, kalt werden und sie dürfte Gänsehaut bekommen. Und wie sieht Ihre Winterrechnung aus? Wie teuer kommen Winter und Kälte Sie persönlich zu stehen? Ist heute das Thema in unserem Blog, wenn Sie mitmachen wollen, aktuellestunde.de. In Haltern-Lavesum gibt es eine Sparkassenfiliale, die ist ganz besonders beliebt bei Bankräubern. Mehr als ein Dutzend Mal ist diese Filiale in den vergangenen Jahren überfallen worden. Jetzt hat der Vorstand der Sparkasse Haltern entnervt kapituliert. Die Filiale wird dicht gemacht. Begründung, die dauernden Überfälle seien den Mitarbeitern nicht mehr zuzumuten. Bald haben wir es geschafft. Drei weitere Tage wird dieses Jahr nur noch alt. Dann hätten wir auch 2010 rumgekriegt. Und diese letzten Tage nutzen wir, um noch mal zu gucken, was das Jahr alles gebracht hat. Ja, wenn man die ganzen Bilder wieder sieht, ist man schon erstaunt, wie viel in so ein Jahr reinpasst. Und das alles passt dann jeden Tag auch noch in die aktuellen Stunde. 365 Mal im Jahr. In diesem Fundus haben unsere Kollegen Jörg Herber und Julius Krenz gewühlt. Und sie sind fündig geworden. Hier sind sie, die Bilder vom Frühling 2010. Schon morgen mehr davon. Drei Monate im Zeitraffer waren das jetzt gerade ganz unterschiedliche Gefühle, ganz nah beieinander. Ja, und mit einer der traurigsten Momente sicher am Karfreitag 2010, als bei einem Angriff der Taliban drei Soldaten aus dem Bundeswehrcamp in Kunduz sterben.
Einer von Ihnen war der Sohn von Ursula Wolf aus Bielefeld. Eine Mutter, die erst die Gefahr aushalten musste und jetzt damit leben muss, dass ihr Sohn nie wieder nach Hause zurückkehren wird. Auch das eine Erinnerung an das Jahr 2010, leider eine traurige. Es gibt, und damit wieder eben hier und jetzt, es gibt Verkehrswege, die sind so wichtig, die müssen befahrbar bleiben, auch bei diesem Wetter. Und das sind eben nicht nur Autobahnen. Nee, ganz sicher nicht. Der Mittellandkanal zum Beispiel, das ist die Schiffsverbindung zwischen Osteuropa und dem Rhein. Normal könnte man da jetzt drauf Schlittschuh laufen, wenn da nicht die Eisbrecher wären. Dieser Winter hat schwerwiegende Konsequenzen für meine Lebenseinstellung, Alexander Lehmann. Also erstens hat sich meine Einstellung zu Geländewagen komplett verändert. Ich kann mir jetzt super vorstellen, so ein Teil zu fahren. Und ich finde inzwischen Haarspray ganz bezaubernd, weil meine Haare immer so elektrisiert sind. Sonst, ich muss alles immer runtersprühen. Also wenn der Winter noch länger dauert, könnte es sein, dass alles ins Wackeln gerät. Ich hoffe, du sagst jetzt ein bisschen Tauwetter voraus. Dankeschön, Alexander. Und Martin stimmt uns jetzt schon mal ein bisschen auf Silvester ein. Und wie? Denn ab morgen sind sie wieder am Start. Die China-Böller, Ladykracher, Kanonenschläge, Raketen, wie die alle heißen. Natürlich wollen wir niemandem den Spaß daran verderben, aber die Knallerei kann auch mal im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen. Und damit das nicht passiert, da sind heute in Bielefeld viele Hobby-Pyrotechniker in ein Fußballstadion gegangen, um sich von den Profis mal richtige Feuerwerktipps geben zu lassen. Oliver Köhler, schon was gelernt? Ich hab's eh nicht so mit Feuerwerk. Ich habe als Kind mal mein halbes Kinderzimmer abgefackelt. Hallo Eltern. Das Jahr geht zu Ende, sichtbar. Auch für den deutschen Jägersmann ist jetzt Zeit, Bilanz zu ziehen. Und aus dieser Bilanz unsere Zahl des Tages. 440.300. So viel Wildschweine haben die Jäger in der Saison 2009-2010 erlegt. Das sind 200.000 weniger als im Jahr zuvor. Aber sowas habe ich mir erklären lassen. Sowas ist bei Schwarzwild ganz normal. Hier sind mehr Nachrichten aus dem Land. In diesem Haus in Nordwalde im Münsterland soll ein 15-Jähriger gestern seinen Vater erstochen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft fuhr der Jugendliche anschließend noch mit dem Zug nach Münster, um Freunde zu treffen. Am Abend stellte er sich dann der Polizei und gestand die Tat. Er hat eingeräumt, seinen Vater mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Zur Motivlage konnte der Jugendliche keine Angaben machen. Zur Person des Jugendlichen ist allerdings bekannt, dass er sich bis Weihnachten in stationärer psychiatrischer Behandlung befunden hat. Die Staatsanwaltschaft will nun medizinische Gutachten anfordern und Ärzte befragen, die den Jugendlichen behandelt haben. Professionelle Höhenkletterer haben heute versucht, das Dach der Schalke Arena vom Schnee zu befreien. Der Schaden am Dach ist noch größer geworden. An 6 Stellen ist die empfindliche millimeterdünne Dachmembran inzwischen eingerissen. Die Materialprüfungsanstalt der Uni Duisburg-Essen soll die zerrissenen Planen nun auf mögliche Produktionsfehler hin untersuchen. Die Stadt Bochum erfüllt sich jetzt doch ihren Traum vom eigenen Konzerthaus. Spender haben 14 Millionen Euro aufgebracht. EU und Land geben jetzt noch 7 Millionen dazu. Damit, so heißt es, stehe die Finanzierung. Das Vorhaben stößt aber auch auf Kritik. Bochum ist nämlich nahezu pleite. Und in Essen und Dortmund, da gibt es schon große, schöne Konzerthäuser. Keine halbe Stunde von Bochum entfernt. Eins habe ich vorher nicht verstanden. Wieso gehen dir bei Schnee die Haare fliegen? Es wird total viel geheizt im Winter. Luft ist trocken. Dann die Haare stehen zu Berge. Elektrostatik für Anfänger. Die Frauen übrigens haben es alle verstanden. Telekolleg 2 morgen um 18.50 Uhr. Jetzt Ihre Lokalzeit. Tschüss.